Hi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute den Haul vom Monat Juli für euch. Es sind wieder etliche Bücher eingezogen, definitiv auch mehr, als ich gelesen habe. Ich steckte ja im Juli so ein bisschen zwischen Leseflaute und ich habe leider keine Zeit zum Lesen fest. Ich hoffe, dass sich das die nächsten Monate mal wieder ändert, dass ich ein bisschen mehr schaffe, denn sonst steigert sich mein Sub ja immer wieder mehr. Und wir starten den Haul mal etwas ungewöhnlich, denn ich habe noch ein Paket, was ich nicht ausgepackt habe. Das ist von der Chest of Hearts. Das kam tatsächlich sogar auch vor meinem Urlaub an. Aber das kam an dem Tag an, als ich mit Kofferpacken beschäftigt war. Und deswegen hatte ich da einfach keine Zeit und ich habe es erstmal zur Seite gestellt. Und nach dem Urlaub, ja, dachte ich mir, dann kann ich es auch einfach im Video auspacken. Hier ist drin die Vielleicht-Trilogie, die Chest of Hearts ja gemacht hat, mit besonderem Buchschnitt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich hoffe, dass da nichts kaputt ist. Sind auf jeden Fall gut eingepackt, also eigentlich dürfte da nichts passiert sein. Das Coole an denen ist halt ja der Farbschnitt, der so ein schöner Farbverlauf ist und vor allem die Skyline von München hat, denn das Ganze spielt ja in München. Ich war tatsächlich erst zweimal in München, erst vor kurzem, aber auch nicht wirklich lange, sondern nur für einen Tagesausflug. Deswegen ja, kann ich das schlecht einschätzen, ob das jetzt alles hier stimmt, aber kann schon sein, dass ich was davon gesehen habe. Auf jeden Fall haben wir hier auch noch drei Symbole, die das Ganze passend zusammenfassen. Für den ersten Band ein Löffel, dann ein Karussell, also so ein Riesenrad und für den dritten dann diese Formel-1-Flagge. Passt auf jeden Fall sehr gut und ich glaube, der erste Band ist signiert. Eigentlich wollten sie ja alle Bände signieren lassen, aber dann haben so viele Leute bestellt, dass es aus Zeitgründen nicht mehr möglich war, die anderen beiden auch noch zu signieren. Deswegen, ja, gucke ich auch noch mal ganz kurz hier schnell rein. Genau, ja, die anderen sind dann nackig. Ist jetzt nicht ganz so schlimm. Mir ging es ja letztendlich auch hauptsächlich um den Farbschnitt. Ich hatte Band 1 ja bereits im Regal, aber die anderen eben noch nicht. Ich hatte alle als Hörbücher gehört, haben mir auch sehr gut gefallen. Und jetzt habe ich endlich die Trilogie vollständig fürs Regal. Und den ersten Band werde ich dann, denke ich, mal aussortieren, beziehungsweise vielleicht verlose ich den auch an euch einfach. Ja, also dann kann die Reihe so, wie sie ist, ins Regal. Ich sehe auch hier eigentlich keine Macken, also ist das soweit alles okay, denke ich mal. Ich lese euch einfach mal den Klappentext vom ersten Band vor. Ist, glaube ich, etwas schneller, als wenn ich jetzt wieder versuche, selber zusammenzufassen. Es geht um Gabriella. Fast hätte Gabriella in Brasilien ihren Flieger verpasst und jetzt sitzt sie auch noch neben diesem unverschämten Kerl. Na toll, obwohl er eigentlich ganz süß ist. Aber für die Liebe hat sie ohnehin keine Zeit. Schließlich fliegt sie nach München, um ihren Vater kennenzulernen. Undercover beginnt sie ein Praktikum in seiner Catering-Firma. Doch an ihrem ersten Arbeitstag in der Küche stellt sich ihr Auszubildender ausgerechnet als ihr Sitznachbar im Flugzeug heraus. Vergeblich versucht Gabriella gegen die Funken zwischen ihnen anzukämpfen, denn Anton hat klare Regeln, was Beziehungen am Arbeitsplatz angeht. War auf jeden Fall insgesamt eine Wohlfühlreihe für mich. Dann war ich ja, wie gesagt, im Urlaub und auch im Urlaub musste ich natürlich in eine Buchhandlung. Ich war zwar in Dänemark, aber ich habe mir so gedacht, in Dänemark wird es ja wohl auch englische Bücher geben und natürlich gab es auch englische Abteilungen, gibt es ja bei uns in den Buchläden eigentlich auch immer in der Regel. Und da habe ich mir zwei Bücher mitgenommen. Zum einen habe ich mir mitgenommen Sally Rooney und ich glaube, das kann man schlecht sehen, weil das so spiegelt. Beautiful World, Where Are You? Das hat auch so ein geiles holographisches so einen holographischen Buchrücken. Das habe ich mir mitgenommen, weil ich im Urlaub auch von ihr Normal People gelesen habe und das bis dato eigentlich ganz cool fand und mir dann so dachte, ja, warum eigentlich nicht, habe ich das mal mitgenommen. Lese ich euch gleich auch noch den Klappentext vor, das gibt es nämlich auch schon auf Deutsch. Und If He Had Been With Me von Laura Nolan. Das ist ein Buch, was es auch bereits auf Deutsch gibt. Das kam, glaube ich, im Juni auf Deutsch raus. Ich habe es übrigens noch nicht angefangen. Ich wollte es nur demnächst anfangen, deswegen habe ich mir schon mal so ein Lesezeichen reingemacht. Was ich erst gar nicht so da auf dem Schirm hatte, dann aber von vielen gelesen habe, dass das sehr, sehr gut sein soll und sehr emotional. Und dann hatte ich es irgendwie doch auf dem Schirm und dachte mir so, ach, dann nehme ich es jetzt einfach mit. Und ich lese euch mal als erstes den Klappentext von Beautiful World, Where Are You vor. Alice trifft Felix. Sie ist eine erfolgreiche Schriftstellerin, er arbeitet entfremdet in einer Lagerhalle. Sie begehren einander, doch können sie einander auch trauen? Alice' beste Freundin Eileen hat eine schmerzvolle Trennung hinter sich und fühlt sich aufs Neue zu Simon hingezogen, mit dem sie seit ihrer Kindheit eng verbunden ist. Sie lieben sich, doch ist der Versuch der Liebe den möglichen Verlust der Freundschaft wert? Zwischen Dublin und einem kleinen Ort an der irischen Küste entfaltet Sally Rooney eine Geschichte von vier jungen Menschen, die sich nahe sind, die einander verletzen, die sich austauschen. Über Sex, über Ungleichheit und was sie mit Beziehungen macht,
über die Welt, in der sie leben. Schöne Welt, wo bist du, ist eine universelle Geschichte über den Raum zwischen Alleinsein und Einsamkeit und über die Freiheit, sein Leben mit anderen zu teilen. Überwältigend klug, voller Klarheit und Trost. Gut, der letzte war jetzt unnötig, aber das ist, denke ich mal, die Beschreibung wird einfach auch ganz gut treffen, weil bei dem anderen Buch, Name People, war das auch so dieses ganze Zwischenmenschliche und das mag ich einfach auch sehr gerne. Deswegen hoffe ich, dass mir das Buch auch wieder gut gefallen kann. Und dann gucke ich mal noch schnell nach dem Klappentext von If He Had Been With Me. Auf einer regennassen Straße soll sich Finns und Autumns Schicksal für immer entscheiden. In dem Moment, als das Auto von der Fahrbahn abkommt. Doch eigentlich beginnt Autumns und Finns Geschichte viel früher. Schon ihre Mütter sind beste Freundinnen und sie wachsen sie Tür an Tür auf, verbringen jede freie Minute gemeinsam, kennen den anderen besser als sich selbst. Bis aus ihrer Freundschaft etwas anderes wird. Nur kann Autumns sich diese tiefen Gefühle nicht eingestehen. Stattdessen versucht sie, Finn zu vergessen. Doch wie soll sie das schaffen, wenn ihr Herz so verräterisch schlägt, sobald sich ihre Blicke treffen? Und wie soll sie das schaffen, wenn niemand jemals Finns Platz in ihrem Herzen einnehmen kann? Alles beginnt mit einer Freundschaft. Doch wie wird ihre Geschichte enden? Fesselnd und herzzerreißend. Und genau das ist das, was ich schon öfter gelesen habe von dem Buch auch. Huch, dass es wirklich sehr emotional sein soll. Da bin ich sehr gespannt drauf. Dann war ich im Juli bei der Lesung von Fourth Wing von Rebecca Yarros. Und da habe ich mich mit der lieben Mala getroffen. Und sie hatte mir dann zwei Bücher mitgebracht, die schon eine ganze Weile, also zumindest eins davon, bei ihr zu Hause waren. Eins davon war nämlich von der Leipziger Buchmesse. Da hat sie sich für mich angestellt bei der Bücherbüchse, weil es da das Buch mit Farbschnitt gab von Gabriela Santos de Lima, Jetzt sind wir echt, war ja ein absolutes Highlight für mich. Und ich hatte an dem Tag, ich war ja nur einen Tag da und hatte einfach keine Zeit, mich jetzt da 3 Stunden in die Schlange zu stellen. War schon ganz traurig, weil nämlich die Autorin aussigniert hat. Und die liebe Mala hat sich für mich dann dahingestellt und hat mir das Buch besorgt und hat mir das dann mitgebracht. Wir haben es irgendwie vorher einfach nicht geschafft, uns zu treffen. Und ich freue mich so, dass ich dieses Buch jetzt habe. Und dann hat sie es mir auch noch geschenkt. Wie lieb kann ein Mensch sein? Also vielen, 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 vielen Dank nochmal an dich an der Stelle. Und dann habe ich sogar noch ein zweites Buch von ihr geschenkt bekommen. Das ist nämlich ein Buch, was sie von der Bookishbox, glaube ich, doppelt bekommen hat. Und eigentlich sollte in der Bestellung noch ein anderes Buch drin sein. Also das hat quasi gefehlt und das Buch war dafür doppelt drin. Und das durfte sie dann behalten und hat es mir dann geschenkt. Und ich glaube, die wenigsten Menschen sind so. Also ich finde das richtig, richtig toll, dass sie das gemacht hat. Ich bin persönlich auch immer so, wenn ich ein Buch irgendwie beschädigt bekommen habe und deswegen Ersatz bekomme, dann tausche ich das auch mit jemandem aus. Also dann verschenke ich das auch in der Regel weiter. Kommen wir nachher nochmal zu. Aber ich weiß, dass viele sowas dann ja auch wieder verkaufen. Deswegen ist das, glaube ich, nicht selbstverständlich, dass man sowas einfach weiter verschenkt. Und hier weiß ich tatsächlich auch gar nicht, worum es geht. Aber ich will mich da auch so ein bisschen überraschen lassen. Sieht auf jeden Fall sehr, 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 sehr cool aus. Also das Design, muss ich sagen, haben die ja echt drauf. Ich zeige euch auch gleich mal, wie das innen aussieht. Das ist eine richtig schöne Ausgabe. Ich verlinke es euch auch unten in der Infobox, falls euch das irgendwie interessiert. Das ist das Cover, das ist so ein bisschen holographisch. Und dann hat es, glaube ich, sogar so ein Wendecover. Also richtig, richtig nice. Beziehungsweise, nee, kein Wendecover, sondern es ist, doch, es ist so ein bisschen Wendecover-mäßig. Hier ist nämlich auch nochmal, hier steht auch nochmal der Titel drauf. Hinten sieht es so aus. Ich habe ja tatsächlich von diesem Buch noch nie was vorher gehört. Aber umso cooler finde ich das Design tatsächlich. Ich bin sehr gespannt, worum es dann gehen wird. Wie gesagt, ich verlinke es euch unten in der Infobox. Wenn es euch interessiert, schaut da gerne mal vorbei. Ich zeige es euch auch hier nochmal hinten. Und hier kann ich euch auch einfach kurz nochmal den Klappentext vorlesen. Es geht um Lucy und um Gregor. Berlin, 2 Jahre zuvor. Bei einem Schreibworkshop lernt Lucy Gregor kennen, der sich mit jedem seiner Worte in ihr Herz schreibt. Bis sie nach dem Sommer kein einziges Wort mehr von ihm hört. Köln, jetzt. Plötzlich steht Gregor wieder vor ihr. Als wäre es nicht schon schlimm genug, dass er für seinen Master nach Köln gezogen ist, muss Lucy sich ausgerechnet mit ihm die Moderation des Hochschulpodcasts teilen. Mit ihm und seinen Worten voller Erinnerungen, Herzklopfen und Bauchkribbeln. Und dazwischen die eine große Frage, wieso ist Gregor wirklich zurückgekommen? Das war ja auch eins meiner Highlights, also deswegen bin ich umso froher, dass ich das jetzt mit Farbschnitt habe, der einfach wunderschön ist. Und auch den zweiten Band hatte ich mir bei der Bücherbüchse dann vorbestellt. Diesmal war ich auch rechtzeitig dran. Ich war bei dem ersten Band einfach ein bisschen zu spät, deswegen war der dann ausverkauft. Aber da freue ich mich ganz besonders drüber. Dann gab es ein Rezensionsexemplar vom Löwe Verlag, das Mädchen, das in den Wellen verschwand. Und hier übrigens schon mal gleich der Hinweis an euch, wenn ihr das Buch auch zu Hause habt, passt da richtig auf beim Lesen. Die Farbe hier drauf, dieses metallische,
das verschwindet sehr schnell wieder. Also ich habe das bei einigen auf Instagram gesehen, die das nur kurz mal gelesen haben, irgendwie die ersten 50 Seiten, und das war hier schon fast komplett weg. Das ist nicht nur ein Problem, was der Löwe Verlag hat, sondern das ist generell ein häufiges und gängiges Problem bei Büchern, die solche metallischen Folierungen drauf haben, dass der Schweiß in euren Händen, wahrscheinlich auch noch mit irgendwelchen Fettrückständen oder sowas, das zersetzt das sehr leicht. Also das habe ich auch schon vor Jahren öfter mal gesehen bei anderen Büchern, dass das in Gruppen diskutiert wurde auf Facebook und so weiter. Also das ist nicht nur ein Problem bei diesem Buch, sondern generell. Und bei mir ist es immer so, wenn ich die Möglichkeit habe, höre ich das dann zum Beispiel als Hörbuch oder mache ich mir einen Umschlag vorher drum, dass ich das eben nicht zufällig mit abtrage. Da habe ich ja vor allem bei den englischen Sonderausgaben immer Angst vor, weil die ja oftmals auch unter dem Schutzumschlag irgendein Foiling mit drauf haben und ich dann immer Angst habe, die zu lesen, dann lese ich das immer mit Hülle drum. Also nur, dass ihr Bescheid wisst, seid da auf jeden Fall vorsichtig, oder ich glaube ab 21.08. gibt es das als Hörbuch, vielleicht hört ihr es einfach als Hörbuch. Zwischen Sturm und Schicksal. Jedes Jahr wüten in Minas Heimat tödliche Stürme und jedes Jahr wird das schönste Mädchen in die Fluten geworfen. Denn eines Tages, so die Legenden, soll die wahre Braut des Meeresgottes auserwählt werden und den Unwettern ein Ende bereiten. Doch dieses Jahr greift Minas Bruder in das Ritual ein und gerät dabei in Lebensgefahr. Um ihn zu retten, opfert Mina sich freiwillig. Im Reich der Geister stellt sie allerdings fest, dass auf dem Meeresgott ein Fluch liegt und ihr nur 30 Tage bleiben, um ihn zu brechen und die Stürme für immer zu beenden. Ich bin sehr gespannt auf das Buch. Es liegt ja auch schon eine ganze Weile auf meinem Sub. Ich habe es ja schon auf Englisch hier, aber jetzt wird es dann endlich mal Zeit. Dann habe ich mir eine Trilogie bestellt von der Afterlight Box. Das ist ja von Illumicrate, die Romance-Abteilung sozusagen. Und da gab es dieses Set von Rachel Lynn Solomon und da habe ich einfach mal zugeschlagen. Also ich glaube, insbesondere die X-Talk ist relativ bekannt. Also das hatte ich schon vorher ein paar Mal gesehen. Und auch Weather Girl von Business or Pleasure hatte ich jetzt noch nicht so viel gehört von dem her, aber die beiden waren mir recht bekannt und gängig und waren deswegen schon so ein bisschen auf meiner Interessiert-mich-Liste und dann hatte ich einfach zugeschlagen. Ich fange mal mit die X-Talk an. Also letztendlich haben die auch nicht so viel Gestaltung, außer dass sie halt einen Buchschnitt haben. Auch nur nach vorne sehe ich gerade. Das ist ein bisschen schade, dass das nicht auch oben ist. Aber naja, und dass es halt Hardcover-Bücher sind und dass sie auch signiert sind. Ich glaube, ansonsten haben die jetzt nicht so viel. Unter dem Schutzumschlag ist auch wieder noch so ein Foil-Embossing. Da steht auch nochmal ein Zitat drauf. It was a pleasure breaking up with you. Ist ja auch mal interessant. Skript 1, Skript 2. Ja, ich lese mal den Klappentext vor, denn ich glaube, die X-Talk gibt es bereits auf Deutsch. Ich glaube, nicht alles gibt es auf Deutsch, aber das hier glaube ich schon. Genau, auf Deutsch heißt es X-Talk Liebe live auf Sendung. Und das gibt es schon seit 2021 sogar. Shay Goldstein arbeitet seit fast 10 Jahren bei ihrem Lieblingsradiosender in Seattle. Aber seit kurzem gerät sie immer wieder mit ihrem neuesten Kollegen aneinander, Dominic Yoon, der meint, alles besser zu wissen. Als sie ihrem Boss ein Konzept für eine Talkshow vorschlägt, ist er begeistert. In X-Talk soll ein ehemaliges Paar miteinander plaudern und Beziehungstipps geben. Nur kommt ihr Boss dann auf die wirklich blöde Idee, Shay und Dominic als dieses Ex-Paar auszugeben. Die Hörer lieben Shay und Dom und Shay und Dom verlieben sich ineinander. Doch wie können sie ein Paar sein, wenn sie für die Öffentlichkeit ein Ex-Paar sind? Ein Versuch, die Sache aufzuklären, endet nicht nur mit dem Rausschmidt von Shay. Ich bin sehr gespannt drauf. Wie gesagt, die anderen sind, glaube ich, leider noch nicht übersetzt worden, aber vielleicht kommt da ja auch noch was. Das ist, wie gesagt, Weather Girl. Das hat auch so ein bisschen, ich glaube, TV-Sender-Vibes. Also alles so ein bisschen diese Arbeitsbeziehungen. Finde ich auf jeden Fall nicht uninteressant. Das ist auch signiert in Blau. Hier ist ein Regenschirm und Regen zu sehen. Und das Zitat hier drauf ist, I meant it when I told you before, I want every version of you. Oh, das klingt sehr schön. Das klingt richtig schön. Und dann haben wir jetzt letztes noch Business or Pleasure. Wie gesagt, klingt alles nach dieser Arbeitsbeziehung. Hier ist mit Lila unterschrieben worden. Und hier ist dieses Bild drauf. Whatever semi-professional boundary we still had earlier today, it officially no longer exists. Ja, das klingt schon wieder ein bisschen frecher. Also ich bin auf jeden Fall auf alle drei Bücher sehr gespannt. Ich glaube aber, wenn, dann würde ich mit entweder X-Talk oder Weather Girl anfangen.
Dann hatte ich mir von Fairyloot ein Set bestellt und das ist gefühlt schon Ewigkeiten her, dass ich es vorbestellt habe. Manchmal frage ich mich auch, was die eigentlich so lange machen. Also, dass man jetzt schon Sachen vorbestellt, die dann nächstes Jahr erst ankommen. Also, dass man wirklich ein Jahr lang warten muss, aber gut. Und da war unter anderem Clap When You Land mit dabei von Elizabeth Acevedo, heißt sie, glaube ich, und With the Fire on High. Das ist auch bereits auf Deutsch übersetzt. Auf Deutsch heißt es Soul Food. Das gibt es, glaube ich, noch nicht auf Deutsch. Das hatte ich aber vorher auch schon in Taschenbuchform hier zu Hause und habe mir dann aber irgendwie gedacht, ich finde das ganz cool. Das Set hat mir eigentlich gestalterisch oder gestaltungstechnisch sehr gut gefallen, auch mit diesen kleinen Details hier. Die Farbschnitte fand ich ganz passend dazu, zu den Büchern gewählt. Hier finde ich tatsächlich auch den Farbverlauf mal schön. Das kommt ja auch selten vor. Hinten drauf sieht so aus. Ich glaube, hier geht es auch um zwei Schwestern. Deswegen sind hier zwei verschiedene Personen abgebildet. Und ansonsten hat es, glaube ich, noch den Titel auf dem nackten Hardcover, aber viel mehr nicht. Es könnte noch unterschrieben sein. Ja, es ist auch noch signiert. Und ich glaube auch, Clap When You Land ist kein typisches Buch, sondern genau, das ist so ein bisschen in Gedichtform oder sowas geschrieben. Also nicht Gedichtform, aber es sind halt keine durchgehenden Texte, sondern ja, es sind halt diese Absätze. Ich weiß nicht, wie ich das anders formulieren soll. Da war ich ja sehr gespannt drauf. Irgendwie habe ich es immer noch nicht gelesen. Vielleicht sollte ich es endlich mal tun. Und Soul Food, wie gesagt, das ist ja bereits auf Deutsch übersetzt. Ich verlinke euch auch die englische Ausgabe in der Infobox und auch die deutsche Ausgabe. Also wenn euch da interessiert, worum es geht, könnt ihr da in der Infobox einfach mal vorbeischauen. Manchmal kommen nämlich auch so Fragen zu den Büchern, ob ich weiß, wo es die auf Deutsch schon gibt. Unter dem Schutzumschlag sieht das so aus. Auch ziemlich hübsch. Mir gefällt das Lila sehr gut. Und ich denke mal, das wird dann vielleicht auch signiert sein. Ja, das ist sogar nochmal mit einem anderen Stift signiert. Das ist in Silber. Und da steht irgendwas, aber das kann ich nicht so gut entziffern. With Love and Cinnamon Dust könnte das vielleicht heißen. Das klingt ja auch sehr süß. Und das ist eher eine Kochgeschichte. Ich glaube, das ist ihr großer Traum. Und da muss sie versuchen, irgendwie dem nachzugehen. Ich glaube, sie hatte auch schon ein Kind. Also haben wir hier quasi auch Mama mit Kind und einigen Schwierigkeiten. Ja, wird auf jeden Fall auch interessant. Dann hatte ich mir bei Fairyloot die Ausgabe von Last Violent Call bestellt von Chloe Gong. Und als das Buch angekommen ist, war irgendwie 2-3 Tage später, ging der zweite Band von V Lady Fortune online. Und dann war ich so komplett verwirrt. Erstens mal, wie dünn das Buch auch ist. Und zweitens mal dachte ich mir so, hä, wenn das jetzt nicht der Folgeband von V Lady Fortune ist, was ist das dann überhaupt? Und dann hatte ich mich noch mit Marla unterhalten und sie hat es dann rausgefunden, das ist wie so eine Art, ja, Überbrückungsband, was zwischen Welch grausame Gnade und eben dieser Reihe spielt oder dieser Dialogie, also wie so ja, Zusatzgeschichten oder kleine Novellen dazwischen, um das miteinander zu verbinden. Man könnte sich wahrscheinlich so vorstellen wie bei dem Reich der Sieben Höfe, der vierte Band, so dieser Übergangsband zwischen der ersten Trilogie und dem, was dann folgt. Bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt, denn hier kommen auch wieder Roma und Juliet vor. Und ja, wie sich das dann alles zusammenfindet. Aber das hat meine Verwirrung dann natürlich ein bisschen gelöst wenigstens, weil das eben extrem dünn war. Und ich dachte, das kann ja nicht der Folgeband sein. Und dann ging der auf einmal online und dann war ich erst recht verwirrt. Ja, der sieht, unter dem Cover sieht der so aus oder unter dem Schutzumschlag. Und der hat auch noch eine Gestaltung unter dem Schutzumschlag. Oh, jetzt habe ich den ein bisschen geknickt. Mist. So sieht es unter dem Schutzumschlag aus. Und das reicht noch nicht mit Chloe Gong, deswegen habe ich noch ein weiteres Buch für euch. Das war jetzt in der Adult Book Only Box von Juli drin, von Fairyloot. Und zwar ist das ihr neuestes Buch, Immortal Longings, was jetzt eben dann, wie gesagt, kürzlich erst erschienen ist. Das ist der Buchschnitt, sieht auch ziemlich, ziemlich nice aus. Das werde ich euch im Unboxing vom Juli dann noch etwas genauer vorstellen. Und hier war auch noch ein Print mit drin, beziehungsweise Leserbrief. Das sah auch ziemlich cool aus. Ich mag ja die Katze, die hier drauf ist. Dann hat das noch eine Gestaltung der Endpaper. Ich glaube aber hier war vorne und hinten. Nein, das war ein unterschiedliches Bild. Es war nicht das gleiche. Das nackte Hardcover hat diese Gestaltung. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie muss ich da an Kill Bill denken. Und dann haben wir ein Wendecover mit einem sehr süßen Detail. Das ist das Wendecover und hier unten die kleine Katze. Könnt ihr die sehen? Ich finde die ja so niedlich.
Die finde ich richtig, richtig cute. Da bin ich sehr gespannt, ob die auch im Buch wirklich öfter mal vorkommt. Sowas mag ich ja immer total gerne. Dann auch nur ganz kurz im Schnelldurchlauf, denn das konntet ihr in meinem letzten Unboxing vom Monat Juni schon genauer betrachten. Das war in der Illumicrate Box drin, The Sun in the Void, und das hatte ich euch auch im Subvoting, also in meinem letzten Subvoting, vorgestellt, denn da habe ich ja auch nach Karten gezogen und das war quasi das letzte Illumicrate Buch, was eingezogen ist, sollte ich auch zur Wahl stellen, und das war dieses hier, deswegen habe ich es euch quasi zweimal schon gezeigt, ein bisschen mehr im Detail beziehungsweise auch kurz beschrieben, worum es geht. Also schaut da gerne vorbei, wenn euch das interessiert. Ansonsten ist das Buch auch in der Infobox verlinkt. Bisher ist da keine deutsche Übersetzung angekündigt, aber sobald ich was sehe, teile ich euch das natürlich immer in meinen Neuerscheinungsvideos mit. Dann ist bei mir angekommen endlich mein Ersatzexemplar von Heartstopper Band 3. Das ist die Fairyloot-Ausgabe. Und hier war ja das ursprüngliche Problem, dass es hier drin Druckfehler gab. Also dass einige Seiten einfach mitten ab der Hälfte keine Farbe mehr hatten. Wie als wäre der Drucker da irgendwie ausgegangen oder wie auch immer. Und das hatten leider ganz, ganz viele, vor allem auch hinten im Anhang. Und deswegen hat sich Fairyloot dann dazu entschieden, nochmal komplett neue Exemplare natürlich drucken zu lassen. Für alle, die es bestellt hatten. Und das war meine größte Angst, die auch nochmal original signieren zu lassen von der Autorin. Da hatte ich nämlich ein bisschen Angst, dass sie dann sagen, nee, das geht leider nicht mehr und dass man es dann nicht nochmal signiert bekommt. Aber Gott sei Dank, es hatte jetzt zwar einige Zeit auch gedauert, aber zumindest habe ich dann jetzt hier mein Ersatzexemplar und das andere Exemplar, was leider ein bisschen, wie gesagt, einen Fehldruck hatte, das habe ich an eine Followerin oder eine Zuschauerin abgegeben. Die hatte damals bei dem Video, als das ursprüngliche ankam und ich das gesagt hatte, hatte sie mich daraufhin angeschrieben und ich habe ihr gesagt, sie kann es dann gerne haben, wenn mein Ersatz da ist. Und das hatte ich ihr dann auch schon zugeschickt. Deswegen, also wie gesagt, ich bin auch jemand, wenn ich da selber ja vor allem auch nichts für das Ersatzbuch bezahlen muss, dann verschenke ich sowas im Zweifel auch mal, weil ich das nicht einsehe, das irgendwie zu verkaufen. Ich weiß nicht, da fehlt mir einfach jegliche Gewinnerzielungsabsicht oder wie auch immer man das nennen möchte. Jedenfalls bin ich sehr froh, dass das jetzt ein vollständiges Exemplar ist. Und zum Schluss zeige ich euch dann nochmal ein Set, was ich mir gekauft habe, wo ich auch ein bisschen mehr Geld für ausgegeben habe, aber was ich einfach unfassbar schön finde und mich jetzt im Nachhinein dann echt nochmal geärgert habe, dass ich es mir nicht bestellt hatte. Und zwar ist es, ich kann es gar nicht hochheben, es ist so schwer, The Folk of the Air, das ist ja die Cruel Prince-Reihe, also das ist der Reihentitel sozusagen von Holly Black. Und das hier ist die Litjoy Crate, das Litjoy Crate Set. Das gab es damals und als ich die Bilder gesehen habe, dachte ich so, nee, das gefällt mir überhaupt nicht. Es hat mir einfach wirklich überhaupt gar nicht gefallen. Und dann kam vor kurzem meine, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Bookshelf Alley. Ich zeige euch mal ein Bild, ich blende euch das mal ein. Bei Instagram hatte ich es euch schon gezeigt. Das ist wie so eine kleine Lampe, die man ins Regal stellt. Und da ist halt auch so ein Bild von Jude drauf, beziehungsweise halt zu Cruel Prince gehört. Und das kam von Litjoy Crate. Und daraufhin hatte ich dann irgendwie mir Sachen bei TikTok angeguckt. Und da habe ich dann auch ein paar Videos von diesem Set gesehen. Und dann wollte ich es auf einmal doch haben, weil ich es dann doch schön fand. Ja, leider ist es natürlich an mir vorbeigegangen. Also es ist schon nicht mehr erhältlich gewesen und ich musste es dann von privat kaufen. Das war etwas teurer, aber ich bin trotzdem jetzt glücklich, dass ich es habe. Und ich zeige es euch gleich mal komplett im Detail einmal ringsrum. Also wie gesagt, das ist die Box. Hinten sieht sie so aus. Das ist die andere Seite und jetzt endlich mal von vorne. Da sind natürlich auch die Bücher drin und die sehen so schön aus. Wie konnte ich das jemals hässlich finden? Was war mit mir nicht richtig? Dann ist ein Print drin, den habe ich hier in so eine Folie reingetan. Und auf der Rückseite steht auch nochmal, was da alles drin ist in dem Set. Was das alles so für Besonderheiten sozusagen hat. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal mit dem allerersten Buch an, mit The Cruel Prince. Und das sind alles so nackte Hardcover-Ausgaben. Das ist hier so sehr grünlich gehalten mit Gold. Es hat einen goldenen Buchschnitt. Der Titel steht hier nochmal schön drauf. Und das ist die Rückseite. Es hat natürlich gestaltete Endpaper. Der erste Band ist auch signiert von der Autorin. Ist jetzt nicht mein erstes signiertes Buch von ihr. Irgendwann vielleicht ja auch nochmal in echt. Mal sehen. Hinten hat es auch nochmal andere Endpaper drin. Und es ist auch so, dass hier im Buch verteilt immer mal wieder Bilder drin sind. Wie zum Beispiel hier. Also ich weiß nicht, dass da jetzt vielleicht so 2, 3 Bilder drin ist. Jetzt nicht so, dass hier ganz, ganz viele drin sind. Aber so 2, 3 Bilder hat man schon noch mit drin. Und was es halt so besonders macht, das Buch hat überall Anmerkungen von der Autorin.
Also, dass da so kleine Sachen sind, was sie sich dabei gedacht hat, was sie mit der Szene ausdrücken wollte, was es so besonders gemacht hat. Oder ich glaube, irgendwo hatte ich auch mal gesehen, dass ihr das an der Stelle total leid tat, was sie dem Charakter quasi antun musste oder sowas. Ne? Überall so kleine. Und das finde ich halt so cool daran, ne? Dass halt überall so ein bisschen was Geschriebenes ist. Und mal ganz abgesehen von der Gestaltung, die wahnsinnig schön ist. Band 2 ist ja sowieso mein Favorit, The Wicked King. Auch mit goldenem Buchschnitt. Auch hier sind wieder innen die Bilder. Die sind wahnsinnig, wahnsinnig schön. Der zweite ist leider nicht signiert. Wie gesagt, nur der erste war signiert, aber finde ich jetzt auch nicht weiter dramatisch. Dafür sind die Ausgaben halt echt schön. Ich gucke mal, ob ich hier ein Bild finde, was ich euch zeigen kann. Auch hier sind wieder durchweg überall diese Beschreibungen von der Autorin. Ah ja, das kann ich auf jeden Fall zeigen, weil das ist auch das, was auf der Karte ist, wo sie tanzen. Finde ich sehr, sehr schön. Dann kommen wir zum dritten Band, The Queen of Nothing. Auch richtig schön. Ich lieb's einfach sehr. Es ist so schön geworden. Und ich glaube, hier kann ich jetzt nicht wirklich was zeigen, weil das schon wieder zu viel spoilern würde. Also die Bilder, die hier drin sind, die lasse ich mal lieber weg. Sicher ist sicher, aber auch hier sind, wie gesagt, ein paar mit drin. Und das letzte Buch, was da noch an dem Set mit drin ist, und das ist jetzt gestaltungstechnisch aber nicht groß anders als die Originalausgaben davon, nur dass es halt ein komplett anderes Cover bekommen hat, passend zu den restlichen Bänden. Das ist How the King of Elfheim Learned to Hate Stories, aber das Innenleben ist ansonsten wie bei allen anderen Ausgaben und die sind ja schon sehr gestaltet, also da sind ja schon überall, na, finde ich jetzt hier mal was, hier diese Bilder mit drin sozusagen, diese kleinen Gestaltungen sind ja da schon drin. Aber insgesamt, ich liebe das Set. Ich bin sehr froh, dass ich es mir noch geholt habe. Wie es dann auch immer so ist, wenn man ein Video fertig gedreht hat, das sind natürlich noch nachträglich Bücher angekommen. Deswegen zeige ich euch die jetzt gerne noch. Es sind nämlich noch ein paar Rezensionsexemplare angekommen und eine Sonderausgabe. Das erste, was noch in meinem Urlaub angekommen ist und was dann quasi auf mich gewartet hat, als ich den ersten Arbeitstag wieder hatte, war von Lily Lucas, A Place to Shine. Das ist ja ihre Cherry Hill-Reihe, das ist jetzt der vierte Band und da freue ich mich auch schon sehr drauf, auch wenn ich so ein kleines bisschen skeptisch bin, weil die Protagonistin in den beiden vorangehenden Büchern ein paar Minuspunkte gesammelt hat, obwohl nicht beide, sondern nur in dem einen vorangegangenen Buch, aber ich lasse mich trotzdem drauf ein. An sich mag ich sie trotzdem ganz gerne. Es geht nämlich um Poppy McCarthy. Poppy McCarthy ist bekannt dafür, sich immer wieder in kuriose Situationen zu bringen. So auch eines Nachts, als die Country-Star Trace Bradley bei einem Autounfall erste Hilfe leistet und für seine Freundin gehalten wird. Dabei kann sie Trace nicht ausstehen, seit er vor 5 Jahren einen Hit über einen Kuss zwischen ihnen geschrieben hat. Die Nachricht breitet sich schnell aus und Poppy und Trace geraten durch die aufdringliche Presse in Bedrängnis. Trace Manager entwickelt eilig eine Story für die Medien, mit der sie den Trubel für sich nutzen können. Trace und seine Jugendliebe Poppy haben endlich zueinander gefunden. Jetzt müssen sie nur noch so tun, als wären sie verliebt. Ja, also diese Verbindung zwischen den beiden ist schon seit dem ersten Band so ein bisschen angeteasert worden, sage ich jetzt mal. Es kam immer wieder irgendwelche Situationen, wo man sich das schon leicht denken konnte. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt auf ihre Geschichte auf jeden Fall. Und ich vermute mal, dass ich das als Hörbuch hören werde, weil das gibt es ja auch immer bei BookBeat. Dann kam vom Löwe Verlag Jetzt sind wir eins von Gabriela Santos de Lima bei mir an. Da freue ich mich auch schon extrem drauf, denn der erste Band war ja für mich ein Highlight und ich mag den Schreibstil von Gabriela Santos de Lima sowieso extrem gerne. Und deswegen freue ich mich hier auch sehr drauf. Hier war auch eine Illustration drin. Die darf man inzwischen auch zeigen. So sieht die aus. Mega, mega schön. Ich liebe die Farben. Und jetzt lese ich euch auch hier mal den Klappentext vor. Eine Reise durch Skandinavien. Das Videoprojekt ist Tillys letzte Chance auf ein Stipendium. Der Haken? Für professionellen Content braucht sie Hilfe. Den perfekten Reisepartner hätte sie sogar. Fotografiestudent Jonathan. Blöd ist nur, dass Tilly ausgerechnet seinem Bruder das Herz gebrochen hat und Jonathan sie seitdem hasst. Widerwillig sagt er zu, unter der Bedingung, das Tattoo auf ihrem Oberschenkel ablichten zu dürfen. Was sie dabei nicht einkalkuliert hat, dass er beim Anblick der Narben unter der Tinte nicht wegsieht. Dass er Tilly eigentlich immer ansieht. Ich bin sehr gespannt drauf und ich hoffe, dass ich es auch wieder lieben werde. Das werde ich, denke ich, mal als richtiges Buch auch lesen, weil ich, wie gesagt, den Schreibstil so schön finde und mir dann auch gerne ein paar Klebchen reinmachen will wahrscheinlich. Deswegen, ja, werde ich das vermutlich lesen.
Dann kam noch ein Rezensionsexemplar an aus dem Carlsen Verlag, was ich gar nicht angefragt hatte. Deswegen hat mich das total gewundert, dass da auf einmal Post drin war. Das Buch grundsätzlich interessiert mich schon und es sieht auch mega schön aus. Aber ich finde es mal ein bisschen doof, wenn so unangefragt Sachen kommen, weil das bei mir gerade absolut gar nicht in den Plan passt. Ich lese momentan tatsächlich etwas weniger, höre eher Hörbuch und generell habe ich momentan ein bisschen viel auf dem Leseplan. Deswegen werde ich das Buch wahrscheinlich nicht zeitnah lesen, obwohl es, wie gesagt, auch ein wunderschönes Cover hat und mich vom Klappentext her eigentlich auch anspricht. Wo sich Licht im Wasser bricht von Lexis Abel, aber es hat halt auch seinen Grund, warum ich nicht alle Bücher anfrage. Also ich habe beim Carlsen Verlag tatsächlich bisher noch gar nichts angefragt. Ich weiß nicht, irgendwie hat mich bisher nichts interessiert so. Oder wie gesagt, es ist jetzt einfach nicht die Zeit dafür und das finde ich dann auch schade, wenn es dann einfach so zugeschickt wird und dann hier im Zweifel rumliegt, monatelang. Ich werde versuchen, das so zeitnah wie möglich zu lesen, aber ich vermute ganz stark, in den nächsten 1-2 Monaten wird das mit Sicherheit nichts werden. Bin ich ganz ehrlich, momentan habe ich einfach zu viel auf der Liste und zu viel Eigenes, was ich noch lesen möchte. Da kommt das jetzt leider nicht ganz günstig. Mit dir will ich in den Sternen ertrinken. Endlich volljährig zieht das Enya in die Welt hinaus, sprichwörtlich den Sternen entgegen, auf der Suche nach Unabhängigkeit. An der Küste San Diegos geht sie überwältigt von dem Freiheitsgefühl schwimmen, auch wenn sie es nie gelernt hat. Als sie in den Fluten die Kontrolle verliert, wird sie von einem Fremden gerettet. Er verschwindet, ehe sie sich bedanken kann. Doch auf einer Strandparty stehen sich die beiden plötzlich wieder gegenüber. Jonah ist schweigsam, stark und gleichzeitig so sensibel und schön. Eines kommt zum anderen und ehe Enya sich versieht, soll ausgerechnet er ihr das Schwimmen beibringen. Ein ewiges Spiel aus Nähe und Distanz beginnt und Enya fühlt sich unweigerlich zu ihm hingezogen. Doch in Jonas Tiefe lauert auch eine Dunkelheit. Also wie gesagt, grundsätzlich finde ich es schon sehr interessant, aber es ist jetzt nicht die richtige Zeit. Hoch, ich zeig mich trotzdem nochmal. Die Innenklappe sieht auch wahnsinnig schön aus. Und dann ist noch von Chester Fandoms ein Paket angekommen. Das ist Ravenhood Band 3, The Finish Line. Da ist dem Verlag oder in der Druckerei ja was richtig Blödes passiert. Das ist ja der spezielle Farbschnitt, den Chester Fandoms gestaltet hat. Und der Verlag hatte ja einen eigenen Farbschnitt eigentlich gemacht, wo so ein Zitat drauf stand. Und in der Druckerei ist das leider durcheinander geraten. Und die Druckerei hat auch die normalen Bücher mit dem Farbschnitt von Chester Fandoms quasi gedruckt. Und der Verlag hat sich dann dazu entschieden, was ich auch richtig finde, auch wenn es natürlich für viele ärgerlich ist, aber die haben sich dann dazu entschieden, das trotzdem so zu versenden, weil es einfach so eine hohe Erstauflage war, die sie gedruckt haben, dass das einfach überhaupt nicht gegangen wäre, das jetzt vernichten zu müssen vielleicht. Sicherlich ist das für viele ärgerlich, die jetzt im Regal den ersten und zweiten Farbschnitt auch haben mit dem Zitat und auf einmal auf dem dritten Farbschnitt ist dann das mit drauf. Aber was soll der Verlag machen, ganz ehrlich? Also sollen die Bücher wegschmeißen? Das sind, ich weiß gar nicht, wie viele die da gedruckt haben. Lass das vielleicht am Ende 10.000 Bücher gewesen sein, 20.000 Bücher, die alle wegschmeißen. Das geht gar nicht. Deswegen, ja, es ist sehr ärgerlich, aber da ist ein Fehler passiert. Jedenfalls habe ich mir Gott sei Dank ja von vornherein die Chester Fandoms Ausgaben geholt, weil das auch Hardcover-Bücher sind. So sieht das unter dem Schutzumschlag aus. Hinten ist ein Zitat: Your heart is not your weakness, Cecilia, it's mine. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich Ravenhood jetzt auch endlich angefangen habe. Ich habe gestern den zweiten Band beendet und bin jetzt schon mit dem dritten gestartet auch. Und ich mag es nicht ganz so sehr, aber es ist irgendwie auch so, dass ich trotzdem wissen möchte, wie es weitergeht. Deswegen werde ich das auch auf jeden Fall zu Ende bringen, die ganze Geschichte. Hier ist dieses Bild drin. Und hinten haben wir dieses Bild. Ganz besonders zu beachten ist der kleine Hund. Ich mag ja immer, wenn so kleine Tiere mit dabei sind. Oder generell Tiere. Ja, hier kann ich euch logischerweise nicht den Klappentext vorlesen. Der würde einfach massiv spoilern. Aber im ersten Band geht es ja darum, dass Cecilia in die Heimatstadt ihres Vaters geschickt wird oder zu ihrem Vater geschickt wird nach Triple Falls. Der hat da eine riesige Fabrik und sie soll dort in dieser Fabrik einen Sommer lang arbeiten oder ein Jahr lang arbeiten. Sie soll da jedenfalls arbeiten und dann bekommt sie Zugang zum Vermögen ihres Vaters und das braucht sie wiederum, weil sie ihre kranke Mutter unterstützen möchte. Und mit ihrem Vater hatte sie bisher nie wirklich was zu tun. Also da war lange, lange Zeit gar kein Kontakt und sie denkt sich eigentlich, sie wird es nur hinter sich bringen und lernt dann dort aber auch relativ schnell Sean kennen. Und an Sean dran hängt quasi eine Gruppe von Freunden und die verbindet alle etwas miteinander und die sind etwas sehr mysteriös und Cecilia hat dann da
ich sage mal, den Sommer ihres Lebens. Und darauf baut sich ganz, ganz viel auf. Und das ist ein sehr verwirrendes Buch und das ist sehr abstrus und sehr merkwürdig, aber es macht auch ein kleines bisschen süchtig. Mehr dazu dann in meinem Lesemonat für den August, denn da, so wie es aktuell aussieht, werde ich euch alle drei Bücher vorstellen können, beziehungsweise meine Meinung zu allen drei Büchern. Dann war das mein Haul vom Juli. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren verratet, was bei euch als letztes eingezogen ist. Wart ihr im Juli auch so fleißig, was neue Bücher angeht, oder habt ihr euch etwas zurückgehalten? Das könnt ihr mir gerne in den Kommentaren verraten. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst und wenn wir uns dann beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut!